Erlebnisse, die Abende. Ich würde gerne mit dem Planeten weitermachen. Ihn eigentlich heute ist eine Sonde auf Mars gelandet. Wir hätten schon Mars machen sollen. Die Ute hat diese Mars-Energie. Und ich würde wirklich spielen und in die Wahrnehmung vom Mars so in Details gehen, dass wir Sonde spielen. Ich garantiere, wenn wir uns vorbereiten, 2 Milliarden Euro hat es gekostet, die Sonde zum Mars zu senden. Wir hier, wenn man uns die richtige Frage stellt, bekommen wir 1000-mal mehr Informationen über Möglichkeiten, Zusammensetzung, Energien, Luft, Aura, Konsistenz. Aber das Wichtigste, wir können mit der Wesenheit Mars kommunizieren. Denn Mars ist in unser Körper. So wie die Sonne ist in unser Körper. Mikro, Makro. Deswegen können wir das. Und die Wertschätzung der Wesenheiten, der Planeten, um uns herum, die intuitive Wahrnehmung und intuitive Wertschätzung. Nicht einfach so ein bisschen. Wir können das richtig in die Tiefe machen, wenn wir ein Team zusammenstellen und Fragen vorbereiten in Bezug auf das, was jetzt wichtig ist für die Erde zu wissen. Nicht nur, ob es Wasser gibt, sondern wie Mars auf unser Wasser wirkt. So, Verbindung von Wasser zu Wasser. Und es ist natürlich klar, dass der Mond auf unser Wasser wirkt. So, es gibt Ebbe und Flut. Und die Elfriede aus Österreich in Kroatien hat ein wunderschöner Spruch gesagt, zwischen Himmel und Wasser und nicht zwischen Himmel und Erde. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Die Erde ist Wasser. Denn in der Erde, so wie wir bestehen, größtenteils aus Wasser, so auch der Planet Erde besteht größtenteils aus Wasser. Gut, Wasser mit Wasser. Kann das Wasser von der Erde mit dem Wasser vom Mars kommunizieren? Denn natürlich gibt es Wasser auf Mars. Wieso natürlich? Ist jetzt gekommen. Okay. Es geht nur für unser lineares Denken, in welche Formen Wasser auf Mars ist. Wasser ist überall. Nicht in der Form, wie wir uns das vorstellen. Aber es ist am leichtesten auf Mars, dieses Wasser
also Wasser, in der uns verständlichsten Form zu finden. Oder bilden zu lassen. Aber solange wir nicht die Kultur haben, mit dem Wasser vom Mars zu kommunizieren, wird sich das Wasser vom Mars nicht zeigen. Von Wasser zu Wasser, Intelligenz zu Intelligenz, geht es nur mit intuitiver Wahrnehmung. Intuition erstmal und dann die Sonde. Natürlich arbeiten die auch mit Intuition, für die, die das Projekt erschaffen haben, aber das hat nur einen Anteil von 0,1%. Und Kultur bedeutet für mich Verbindung zum Wasser vom Mars in der Form, dass sich im Mars manifestiert oder manifestieren kann. Und dann weitere Schritte zu machen. Die Planeten wollen in ihrer Intelligenz gefühlt werden. Nicht lesen, lesen, gucken, gucken, lesen, gucken. Das ist keine Intelligenz. Die Planeten sind in unser Körper gespeichert und leben Mikro- wie Makrokosmos. Und die innere Wahrnehmung der Planeten ist im Moment eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die wir gemeinsam machen können, weil es Spaß macht und weil es einfach auch uns erweitern lässt. Und stellt dir vor, wir gehen gemeinsam in die Wahrnehmung vom Mars. Willst du weitermachen, weil ich merke, ich habe nicht mehr die Aufmerksamkeit, sonst ziehe ich mich zurück. Wenn, dann möchte ich entweder ganz da sein, aber nicht so halb. Warum bist du halb? Ich bin einfach müde. Aber ich will denn, also ich mag nicht so halb. Wolltest du das jetzt noch machen? Oder? Nee, nee, ich will das jetzt nicht machen. Ich wollte nur, weil es heute die Sonde gelandet hat, ist, wollte ich das nur als Wertschätzung machen. Und das ist eine Kompetenz von Ute. Ne? Ah, okay. Und aber du hast es jetzt auch gespürt. Und wir haben Angst vor dieser Energie, vor dieser Wahrnehmung. Ne? Ich glaube nicht. Okay. Ja, das spüre ich immer an der, das spüre ich schon. Ne? Aber ich muss nicht recht haben, denn ich habe ja immer recht. Okay. Wenn es nichts mehr gibt, ich weiß, dass es schwierig ist, aber ich bekomme ganz klare Impulse, einfach auch reinzugehen. Du weißt, das letzte Mal wolltest du auch nicht. Und dann, was dann einfach auch geschehen ist, ein Widerstand, da reinzugehen. Ich weiß, aber was soll ich machen? Nö, nee, wenn ich weiß, dann gerne, aber jetzt, ich merke einfach, ich bin nicht mehr. Ja, das Wasser vom Mars hat eine andere Eigenspannung. Genau, es trägt und ist noch nicht ganz zugänglich für uns. Wunderbar. Mhm. Ja, und das heißt, wenn wir diese Felder öffnen und kommunizieren mit dieser Eigenspannung
und die unterschiedliche Spannkraft von Wasser fühlen und untersuchen, dann lohnt es sich, 2 Milliarden Euro auszugeben. Sonst würde ich einfach auch immer auf diese Art in die Forschung anfangen. Vielen Dank, Ute. Ich spüre das ganz stark. Es öffnet sich aber noch nicht jetzt. Ja, ich wollte das nur wertschätzen, weil heute hat ein Körper Mars vielleicht verletzt. Ich weiß es nicht. Es ist ein mentales Eindringen mit Geräte. Ist natürlich eine Beleidigung für eine Wesenheit, die nicht wahrgenommen wird, aber plötzlich ein mechanisches Gerät auf seine Oberfläche bekommt. Das wollte ich heute in Ordnung bringen. Dankeschön. Bis morgen. Ja, wir können sowieso ohne Sonde, ja. Unsere Wahrnehmung kann alles. Erstmal so. Hm. Jo, Dankeschön. Danke. Alles Liebe. Ja. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Ich zeige euch noch was vielleicht. Eben vielleicht für die, die nicht da waren, zeige ich euch die Sendung mit Sabine und Merkur. Viel Spaß. Wertschätzung für Merkur von Sabine. Das sind 54 Minuten. Ihr kennt meinen Stil, beginnt nicht gleich, mache ich erstmal ein bisschen Quatsch. Sabine will nicht und dann geht sie rein. Dann macht sie wunderbare Merkur-Meditation. Tschüss.